Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zum neuen Box-Office-Tippspiel der Kalenderwoche 12. Heute gibt es ja zwei Tippspiele. Und das erste, oder der erste Film, um den es sich geht, um den es sich handelt. ich muss mal kurz was schauen. Okay. Um den es sich handelt, ist Alive. Dieser Film geht 103 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben. Regisseur ist Daniel Espinosa, hat Filme gedreht wie Safe House oder Kind 44. Die Hauptdarstellerin ist Rebecca Ferguson, hat bei Hercules und bei Mission Impossible 5 mitgespielt. Dann der Hauptdarsteller ist Ryan Reynolds. Kennt man unter anderem durch Green Lantern, Safe House oder durch Deadpool. Dann spielt man mit Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal hat unter anderem bei Everest, Southpaw oder The Day After Tomorrow mitgespielt. Und dann kommen wir natürlich zum Inhalt. Ein Forscherteam auf der ISS steht kurz vor einer der wichtigsten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte. Jetzt habe ich gerade irgendwie... Jetzt wartet mal kurz. Ein Forscherteam auf der ISS steht kurz vor einer der wichtigsten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte. So, und dann steht bei mir, steht Doppelpunkt, dem ersten Beweis für außerirdisches Leben auf dem Mars. Also irgendwie habe ich da jetzt einen Fehler gemacht, aber gut. Doch als sie mit ihren Forschungen loslegen, haben ihre Methoden unbeabsichtigte Folgen und die einzellige Lebensform erweist sich als sehr viel intelligenter als gedacht. Ja, also es ist so ein kleiner Abklatsch von Aliens. Mal schauen, also ich tippe für diesen Film 7 Millionen Dollar. Und der zweite Film ist Power Rangers. Geht 124 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben. Und ja, man kennt ja die Serie von früher, ne, aus den 90ern, habe ich sehr gerne geschaut. Regisseur ist Dean Israelite. Die Israelite hat noch keinen Film gedreht, keine Ahnung, was, also es ist sein erster Film. So, dann haben wir die Hauptdarsteller, das sind ja fünf Stück. Einmal Naomi Scott, sie hat bisher in Terra Nova mitgespielt, das ist eine Serie. Dann Dacre Montgomery hat bis jetzt bei Stranger Things mitgespielt, das ist auch eine Serie. Ludi Lin, ist ihr erster Film. A.J. Zeiler, auch sein erster Film. Und Becky G., auch ihr erster Film. Dann spielen noch mit Bryan Cranston, bekannt aus Godzilla oder aus Breaking Bad. Und Elizabeth Banks, bekannt aus Tribute von Panem. So, dann kommen wir zum Inhalt. Power Rangers handelt von fünf völlig unterschiedlichen Highschool-Kids, die zusammen und über sich hinaus wachsen müssen. Als eine uralte außerirdische Macht ihr Heimatstädtchen Angel Grove und die ganze Welt bedroht. Ehe sie sich versehen, verfügen sie über Superkräfte und ihnen wird klar, dass nur sie unseren Planeten retten können. Doch dafür bleibt ihnen wenig Zeit. Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass der Film so erfolgreich wird, weil erstens ist noch Die Schöne und das Biest im Kino und mal schauen. Also ich sage, für diesen Film mal 18 Millionen Dollar wird er einnehmen. Und ja, ihr habt alle Zeit jetzt bis Donnerstag zu tippen. Ich wünsche euch viel Glück. Und was sagt ihr zu meiner neuen Kamera? Ich hoffe, die passt. Gefällt euch? Schreibt es auch mal unten in die Kommentare, wie das ist. Wie es euch gefällt. Und ja, wir werden uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch viel Glück beim Tippen. Und bis dahin, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.